darf Ihnen heute über Egg Freezing erzählen, das Einfrieren von Eizellen. Seit dem Jahre 2009 gilt das Einfrieren von Eizellen mit der Vitrifikationstechnik als etablierte Methode. Die Technik, der technische Fortschritt hat auch ethische Fragen aufgeworfen, die letztlich der Gesetzgeber klären musste. In Österreich hat man sich dazu entschieden, das Eizelleneinfrieren zu erlauben, aber das nur unter strengen Auflagen. In den USA beispielsweise ist vor einigen Jahren die Meldung gekommen, dass Apple, Google und andere große Konzerne neuen Mitarbeiterinnen das Eizelleneinfrieren ermöglichen wollen, indem sie das finanziell unterstützen. Der österreichische Gesetzgeber sieht das anders. Er möchte, dass in jungen Jahren Kinder zur Welt kommen und dass nicht in die ferne Zukunft die Familienplanung verschoben wird. Wie funktioniert technisch das Eizelleneinfrieren? Jede Frau hat eine gewisse vorgegebene Anzahl von Eizellen in ihrem Körper. Das sind die sogenannten Primordialfollikel. Die sind bereits vorgeburtlich vorhanden, es sind meistens einige Millionen und ab der Pubertät haben wir so ein durchschnittliches Eizellreservoir von etwa 500.000. Wenn man sich überlegt und hochrechnet, von der Pubertät bis zur Menopause, hat man ungefähr 300 bis 500 Menstruationszyklen. Man hat also viel mehr Eizellen im Angebot, als man braucht. Und die Wissenschaft hat festgestellt, dass jeden Monat einige hundert Eizellen in die Vorreifung kommen und über eine Entwicklungszeit von etwa 3 Monaten bleiben dann und bilden sich einige Antralfollikel heran. Und diese Antralfollikel sehen Sie im Ultraschall relativ gut als 1 bis 3, 4 mm große Eibläschen. Und diese kleinen Eibläschen sprechen auf Hormone an, auf das sogenannte FSH-Follikelstimulierendes Hormon. Und wie bei einer künstlichen Befruchtung können wir für das Eizelleneinfrieren FSH als Medikament der Frau verabreichen, über eine Dauer von etwa 2 Wochen. Und es bilden sich dann durchschnittlich so zwischen 5 und 15 Eizellen heran. Und wenn diese 15 Eizellen ausgereift sind, kann man die mit einer dünnen Nadel aus dem Körper der Frau herausziehen. Transvaginal, ultraschallgesteuert, wird die Nadel vorgeschoben zum Eierstock hin und die Eizellen werden abgesaugt. Und nach Entnahme werden diese Eizellen, die dann ja ausgereift sind, innerhalb von einer Stunde vitrifiziert. Vitrifikation nennt man das Verfahren, wo durch eine komplizierte biochemische Kaskade das Wasser aus der Eizelle herausgeleitet wird und durch eine Art Frostschutzmittel ersetzt wird, sodass sie diesen Einfrierprozess gut übersteht, ohne dass Kristalle entstehen, die zu Zellzerreißungen führen können. Die Vitrifikation ist seit gut 10 Jahren etabliert. Auch in Österreich haben wir sehr breite Erfahrung damit. Trotzdem muss man wissen, dass die Eizelle per se sehr fragil ist, sehr zerbrechlich ist. Deswegen muss man einige Eizellen mehr einplanen, die das Einfrieren und Auftauen nicht überstehen werden, mehr einplanen, als man braucht. Wie viele Eizellen braucht man denn überhaupt? Entscheidend ist das Lebensalter der Frau. Wir müssen wissen, bis zum Alter von 30 Jahren ist ungefähr jede 4. Eizelle, die zum Eisprung kommen würde, genetisch gesund. Mit 35 ist es vielleicht jede 5. oder 6. Eizelle. Und der Bedarf an Eizellen nimmt dann exponentiell über die Jahre zu. Mit 40 Jahren schon braucht man etwa 10 Eizellen, um eine gesunde Eizelle zu bekommen. International lauten die Empfehlungen so, dass man an das Eizelleneinfrieren etwa bis zum 35. Lebensjahr denken sollte, weil da die beste Ausbeute ist. Internationale Studien zeigen, dass man mit einer 80-prozentigen Lebendgeburtrate rechnen kann, wenn man zumindest 20 Eizellen eingefroren hat. 20 Eizellen ist schon eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, dass durchschnittlich 10 Eizellen zu gewinnen sind. Das heißt, Sie müssen 2, vielleicht 3 Zyklen der Eizellstimulation und der Eizellentnahme rechnen, dass Sie auf diese 20 Eizellen kommen. Die Preise sind auch nicht unerheblich in Österreich. Sie müssen rechnen, ein Zyklus von Egg Freezing, wie wir es nennen, kostet mit allen Medikamenten gut 4.500 Euro. Ein Großteil davon geht auf die Medikamentenkosten drauf und Sie brauchen ein Team, das damit auch gut umgehen kann.
weil die Eizellen sind sehr fragil und sehr heikel zu verarbeiten. Die Eizellen können dann sehr gut in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Sie sind unabhängig von elektrischem Strom. Die lagern in einem Bad mit dem flüssigen Stickstoff bei knapp minus 200 Grad, sind unbegrenzt haltbar. Lediglich eine Lagerungsgebühr fällt in den meisten Kliniken an. Die spezielle Lage bei Eggfreezing in Österreich. Der österreichische Gesetzgeber hat gesagt, Eizellen einfrieren soll nicht für jeden möglich sein, sondern nur für ausgewählte Patientengruppen. Im Gesetz, im Fortpflanzungsmedizingesetz ist es so formuliert, dass Frauen, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund einer medizinischen Erkrankung mit einer schlechteren Fruchtbarkeit rechnen können, ihre Eizellen auch in Österreich einfrieren lassen dürfen. Genauer definiert ist es im Gesetz allerdings nicht, was das bedeutet. Der Gesetzgeber hat hier wohl an eine Krebserkrankung gedacht, zum Beispiel Brustkrebs, bei der eine Chemotherapie nötig ist. Und die Chemotherapie hat oft auch die Eigenschaft, die Eizellen am Eierstock zu zerstören oder zumindest zu einer verfrühten Menopause zu führen. Da wäre es möglich, entweder Eierstockgewebe einzufrieren, das nennt sich Ovarian Tissue Banking, oder, was etablierter ist, das Egg Freezing. In so einem Notfall, dass man schnell eine Chemotherapie beginnen möchte, kann man einen sogenannten Random Start machen. Das heißt, die Therapie mit der Hormonstimulation kann man zyklusunabhängig beginnen und innerhalb von 2 Wochen reife Eizellen generieren. Die Eizellen werden dann, wie gesagt, ganz normal wie auch bei einer künstlichen Befruchtung durch eine dünne Nadel abgesaugt und eingefroren. Die Eizellen sind unbegrenzt lagerungsfähig und dürfen dann jederzeit verwendet werden. Zusammenfassend darf ich sagen, die Technik des Eggfreezings ist mittlerweile etabliert. Es gibt reichhaltige Erfahrung. Erfunden wurde diese Technik in Spanien, in Valencia, hat sich rasend in der ganzen Welt verbreitet. Eine Technik für Frauen, ihre Fruchtbarkeit nach hinten zu verschieben. Auf der anderen Seite muss man warnend dazu sagen, besser ist, man verschiebt seinen Kinderwunsch nicht sehr weit in die Zukunft, weil letztlich gibt es auch mit dem Eggfreezing keine absolute Garantie, dass die Eizellen, die vorhanden sind, auch wirklich zu einem Kind führen. Was aber schon ein großer Vorteil ist, für viele Frauen ist die Tatsache, dass sie Eizellen eingefroren haben, eine Entlastung bei der Partnersuche. Sie brauchen sich nicht primär darauf konzentrieren, den Vater ihrer Kinder zu finden, sondern einen Partner zu finden, mit dem sie sich wohlfühlen, mit dem sie auch Kinder haben können. Und das soll ja schließlich der Sinn sein, eine glückliche Familie zu haben.